Ich begrüße euch alle zurück hier auf der anderen Seite des Geisternebels, auf der Suche nach Triss. Es ist Abend und ich überlege, ob wir nicht vielleicht warten sollten, bis es wieder Tag wird. Ich denke mal, das ist gar keine so schlechte Idee. Ich finde, wir sollten weitergehen und nicht warten, bis es Tag wird. Ja, wir sind auf der anderen Seite des Geisternebels und uns offenbart sich somit hier die ganze Region jetzt als begehbar. Ich weiß, ihr dürftet recht wenig sehen können. Oh. Gesucht, tot oder lebendig? Your vet. Ich glaube, das soll Geralt sein. Das sieht gar nicht gut aus. Ich hab's gewusst. Verdammt nochmal, ich wusste, dass du es bist. Als es im Nebel zu brodeln anfing, habe ich zu meinen Jungs gesagt, das ist Geralt von Riva, oder ich will nicht Vernon Rosch heißen. Ein Freund von dir? Ich habe ihn gerade gefunden. Er war schon tot. Sieht nach Kleidung aus Wergen aus. Er hätte es fast durch den Nebel geschafft. Was suchst du hier? Joa, geht dich nichts an? Saskia stirbt ohne meine Hilfe. Ich würde sagen, wir suchen Triss. Ich suche Triss. Sie muss hier irgendwo sein. Du suchst immer noch nach deiner Zauberin? Wenn sie hier wäre, wüsste ich es. Schön, dass wir sie wiedersehen. Ach Quatsch, sie wiedersehen. Entschuldigung, dass wir Roche wiedersehen. Naja, wobei wir jetzt eigentlich auf den Gegenseiten stehen. Ja, lüg nicht, Roche. Ich denke mal, er weiß, dass sie hier ist. Entweder weißt du gar nichts, oder du lügst. Friss Scheiße, du Hundesohn. Ich schulde dir gar nichts. Du hast deine Wahl schon getroffen. Bist einfach mit den Elfen auf und davon. Wes wäre bei diesem Hurensohn Loredo um ein Haar krepiert. Ich hab dir nichts versprochen. Haben wir eigentlich schon, um ehrlich zu sein. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ja, Wes, Loredo, was ist denn überhaupt passiert? Wes. Ist alles in Ordnung mit ihr? Was geht's dich an? Wir hätten alle sterben können und du hast dich mit den Eichhörnchen amüsiert. Ja, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Ich weiß ja nicht, eigentlich hat er uns ja befreit mit der Bedingung, dass wir den Königsmörder finden. Also versprochen haben wir indirekt schon etwas. Daher würde ich sagen... Ich rechtfertige mich nicht. Banditenpack, Diebesgesindel. Und du hast ihnen geholfen. Diese Diebe und Banditen sind bereit, mit dem einfachen Volk von Wergen zu sterben. Sie kämpfen nicht, weil man es ihnen befohlen hat. Foltest geht dich wohl auch nichts mehr an. Sein Mörder hat Triss entführt, weißt du das noch? Hilf mir, sie zu finden, und ich verspreche dir, ich halte mein Wort, das ich dir in Lavalettes Kerker gegeben habe. Möchte wissen, warum ich das tue. Wenn Triss tatsächlich im Lager ist, gibt es nur eine Möglichkeit. Ganz hinten am Ufer haben sich die Nilfgaarder eingerichtet. Da hat keiner Zutritt. Du kannst durch das Lager schleichen oder durch die Höhlen. Vergiss die Tore. Den Eingang zu den Höhlen findest du im Zelt der Markettenderinnen. Die Mädels dachten, so könnten sie zu den Rittern und Adligen gelangen. Aber leider sitzen Monster dazwischen. Hast du keine Lust auf Nutten und Monster, findest du östlich von hier einen Pfad zum Fluss. Du gelangst in die Nähe der Kantine. Und dann musst du dich durch das ganze Lager durchschleichen. Danke, Roche. Halt lieber dein Wort. Finde den Weg zum Lager der Catwener. Also, wenn ich es mir aussuchen müsste... Achtung! Der hier abgebildete Mensch, unbekannten Namens und unbestimmter Herkunft wird gesucht. Tot oder lebendig? Ah ja. Was ist denn da los? Ja, jetzt haben wir also die Wahl. Entweder schleichen oder kämpfen. Das war wieder sehr schlau von mir.
Oh Mann. Die sind hier überall, die Viecher. Das darf ja nicht wahr sein. So, also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben jetzt die Wahl, entweder schleichen wir uns durch das Lager oder wir gehen hier lang durch den Tunnel, richtig? Am Strand entlang hat er gesagt, durchs Lager schleichen oder durch den Tunnel. Dann würde ich ja instinktiv lieber durch die Tunnel gehen und mich mit den Monstern anlegen. Auch wenn das Schleichen sich wahrscheinlich spannender zeigen wird. Ich bin mir recht unsicher. Ins Haus mit ihm. Will er sich denn den Tod holen bei dem Regen? Geht bisweilen seltsame Wege. Ah, hier sind die Damen. Bordell. Madame Carol. Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Ja, nee, ich möchte keinen Spaß haben. Ich möchte reden. Ich möchte nur reden. Wir können uns unterhalten, aber du bezahlst dafür genauso viel wie fürs Vögeln. Haben wir eine Wahl, Leute? Wir müssen irgendwie diesen Tunnel finden. Einverstanden. Dann frag. Worüber willst du reden? Hänsel, Jungfrau, genau hier. Weißt du, wie ich in das Lager gelangen könnte? Ich muss in das Lager gelangen, unbemerkt. Das wird dich mehr als normales Ficken kosten. Ja, wie gesagt, wir könnten schleichen, aber ich denke mal, dass das der deutlich einfachere Weg ist. Okay, wir schleichen. Das ist viel zu wenig. Ich muss in das Lager gelangen, unbemerkt. Das wird dich mehr als normales Ficken kosten. Also, ich würde sagen, wir bezahlen höchstens 200. Ansonsten tut's mir leid. Das ist viel zu wenig. Ich muss in das Lager... Das wird... Nee, dann nicht. Worüber willst du reden? Ja, was weißt du über Hänselt? Ich wüsste gern, was du von Hänselt hältst. Was weiß eine Puffmutter schon über einen König? Puffmütter und Wirte sind immer die besten Quellen. Früher kam er oft zum Vögeln her, wollte den einfachen Soldaten zeigen, ich bin einer von euch. Aber jetzt macht er es wohl nur noch mit parfümierten Damen. Ah ja, okay. Und hier sind auch ein paar Soldaten, die sich beglücken lassen wollen. Fick dich selbst, Kreatur. Auch gucken kostet was. Oh. Ja. Langweilig. Guten Tag. Ja, mach dir mal. Hier gibt es Trolle? Ja, gibt's. Einfach so. Oh, ein bisschen zum Klauen. Woanders hausen Schleimlinge und das Tote, hier gibt es eben Trolle. Ja, hier gibt's eben Trolle. Ins Haus mit ihm. Will er sich denn den Tod holen bei dem Regen? Darf ich meditieren? Ich darf meditieren. Zeit abwarten. Ich darf nicht meditieren. Nee, da würde ich sagen, nö. Also ich bezahle hier keine 500 Goldmünzen. Dann werden wir tatsächlich versuchen zu schleichen. Das wird lustig, ihr kennt mich ja. Naja. Dann werden wir versuchen zu schleichen, Leute. Wenn das mal nicht lustig wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, vielleicht haben wir auch Glück und ich stelle mich gar nicht so blöd an. Okay, was haben wir hier? Ich habe die Leiche angezündet. Ich sag da mal nicht zu. Hier müssen wir lang durch den Gebirgspfad und der müsste
Gebirgspfad und der müsste zum Strand führen, ganz genau. Oh, das wird lustig, Leute. Oh, das wird lustig. Gelange zu dem Tunnel, der in das Lager der Nilfgaarder führt. Na, Prost Mahlzeit. Lesen tut es sich wieder so einfach und die Realität wird wieder so grausam sein. Ah, auf geht's, Leute. Auf geht's. Aus dem Weg, Blondschopf! Ginger Necklein in den Wald! Ich nehm so lange! Oh, in den Weg! Und in der Scheune, da läuft mir der Schweiß! Darf ich mal ganz kurz einen Trank zu mir nehmen? Und zwar eine Katze. Das wäre sehr nett von euch. Komm, feins Liebchen, nur herein! Komm, die Schenkel heben. Oh. Du bist unser Leben. Ja! Fachen wir ein Feuer an und die Schenkel beben. Jeder von uns kommt mal dran. Du bist unser Leben. An sich war die Idee nicht schlecht, aber... Ich glaube, wir haben gerade verloren. Ja, also den Trank zu trinken ist keine gute Idee, da dann die ganzen Lichteffekte mir einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Ja, wo ist Triss? Wer ist das denn da neben mir? Habt ihr da gerade den Zwerg auf dem... Wer war das denn? Auf dem Ladebildchen gerade war ein Zwerg. Tun wir mal so, als wäre das nie passiert. Am roten Feuer, da rinnt euch der Schweiß. Schmiedet den Stahl, denn das Eisen ist aus dem Weg, Blondschopf! Ein Schwert, einen Schild, Ginger Necklein in den Wald! So lange, oh, in den... Und in der Scheune, in den grünen... Waffenschmieds Tochter Potz Blitz ist sie heiß! Ich kann sie nicht so oft besteigen. Wie sie's will, da ist sie eigen. Ja, hier kommen wir schon mal problemlos rein. Die Frage ist nur, wie wir von hier aus weitergehen. Weil wir hier beinahe festsitzen. Ein Tier. Ein ganz gewöhnliches, besoffenes Vieh. So, denn wir versuchen hier unser Glück. Das sieht ganz gut aus. Ach Gott, die ganzen Steckbriefe. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen schweigsam bin, aber das ist natürlich jetzt gerade hier eine kritische Stelle. Formation halten! Vorwärts, Marsch! Bald Dienstschutz. Dem Himmel sei Dank. Der Nebel hat schon zwei Patrouillen verschluckt. Nein, die Geister sollen sie in Stücke gerissen haben. Marschieren, nicht quatschen! War's das? Scheinbar. In den Kampf ziehen, würde ich auch selbst mit der Jungfrau von Edion kämpfen. Vorsicht! Maul, nicht ey. Zu nah ran! Willst sie doch bloß durchziehen. Das Weib würde dir den Schädel spalten. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Männer,
Okay, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen weiter an der Mauer entlang gehen. Da bin ich mir aber recht unsicher. Warum ist da ein Zwerg auf dem Bild? Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn eigentlich. Ja gut, wie gesagt, wir müssen uns also weiter an der Mauer halten. Das war die Frage. Müssen wir in Richtung Tor gehen, der Patrouille folgen oder die Mauer entlang? Vorsicht! Nicht zu nah ran! Oh oh. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Bring mich nicht um, Herr! Bitte! Ich koch doch bloß vor mich hin hier! Rettet mich! Hat ja super funktioniert. Der blöde Koch hat uns erwischt. Das darf ja nicht wahr sein. Von einem Koch erwischt, Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Ich sag dir, das wird zwangsläufig peinlich hier, weil mir irgendwie die Schleichteile hier in The Witcher gar nicht liegen. Wirklich so gar nicht. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Es kann ja nur besser werden. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Bring mich nicht um, Herr! Bitte! Ich koch doch bloß vor mich hin hier! Alarm! Ach so! Wo ist denn der Tunnel, wenn ich mal fragen darf? Ein Spion aus Bergen! Ja, ja, ein Spion aus Bergen. Schön wär's. Aua! Er war schon im Garten. Wow. 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 Ich kann sie gar nicht mit ansehen. Er war schon im Garten. Alarm! Boah, da haben die aber eine schicke Todesszene rausgearbeitet. Ich wollte euch natürlich nur die Szene zeigen, deshalb sind wir jetzt gestorben, ist ja klar. Also ich bitte euch, es war ja... War ja wohl mehr als offensichtlich, dass ich euch diese Szene nicht vorenthalten durfte, konnte, wollte. Ich bitte euch. Also Leute. Warum sieht mich dieser Koch? Ich habe 30 Urins gesetzt. Mach den Penner kalt. Mit dem Koch fängt das Problem an. Bring mich nicht um, Herr! Bitte! Ich koch doch bloß vor mich hin hier! Ich habe 30 Urins gesetzt! Mach den Penner kalt! Das fängt alles mit der Wache an. Ich sag's euch, mit dem Koch. Entschuldigung. Hilfe! Spiel? Oh, klappt das? Ich habe gerade Schnellladen gemacht, ich traue dem nicht. Ihr wisst ja, mit dem Speichern laden ist bei The Witcher 2 sowieso ein bisschen merkwürdig. Aber es scheint funktioniert zu haben. Der Koch ist ein riesiges Problem, das glaubt man gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir das am besten lösen sollen. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Jetzt oder nie! So schon mal nicht.